herzlich willkommen. Ich bin Katja Brandis und weil ich weiß, dass einige von euch gern schreiben, habe ich mir heute mal die wichtigsten 8 Schreibtipps für euch überlegt. Und mein erster Tipp lautet einfach, hab Spaß. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ist ein wichtiger Tipp, weil um eine Geschichte zu schreiben, brauchst du eine Story und Figuren, auf die du richtig Lust hast, über die du unbedingt schreiben willst. Weil sonst verlierst du nach einer Weile das Interesse und springst zur nächsten und zur übernächsten Idee. Und das entstehen dann ganz viele halbfertige Geschichten, so wie das bei mir früher der Fall war. Und am besten ist, du bastelst so lange an der Handlung und an den Figuren herum, bis du merkst, dass du wirklich für die Geschichte brennst. Wenn du übrigens ständig neue Ideen hast, dann kannst du das so machen, dass du die Ideen oder Namensvorschläge oder sowas, Beobachtungen in einem Ideenbuch notierst. Ich habe auch immer eins. Im Moment sieht das so aus, das Ideenbuch, was ich gerade habe. Und da habe ich zum Beispiel immer so Seiten, also ich notiere alle möglichen Ideen und auch so habe ich so Seiten speziell mit Namen und so weiter. Und wenn ich ein neues Projekt anfange, kann ich das einfach als Steinbruch benutzen. Mein zweiter Tipp ist, finde deinen roten Faden. Es lohnt sich gründlich über die Handlung deiner Geschichte nachzudenken. Das mache ich tatsächlich bei jedem neuen Roman sehr gründlich. Ich mache dann erstmal eine komplette Inhaltsangabe, das nennt man auch Exposé, und diskutiere die Handlung dann auch mit anderen, zum Beispiel meinen Lektor oder Freunden oder Praktikanten, um herauszufinden, ob das Ganze so funktioniert und Sinn macht. Natürlich baue ich dann trotzdem ganz viel spontane Einfälle ein und manchmal schmeiße ich die Handlung, die ich mir ausgedacht habe, auch im Teil wieder um. Das macht gar nichts, aber wenn man gar keinen Plan hat, dann kommt man erfahrungsgemäß auch nirgendwo hin und es bekommt kein Ergebnis, was man irgendwie wollte. Ja, falls dir so eine komplette Handlungsplanung zu aufwendig ist, dann würde ich dir empfehlen, zumindest genau rauszufinden, worum es in deiner Geschichte geht. Und das könntest du zum Beispiel so machen, dass du dir vorstellst, deine Geschichte oder dein Roman ist schon ein richtiges Buch und dann schreibst du für dieses Buch einen Klappentext. Das bringt dich nämlich dazu, auf das Wichtigste auf den Punkt zu bringen. Er muss ja nicht lang sein, 4 oder 5 Zeilen, aber du wirst merken, das hilft schon. Also mein Tipp Nummer 3 ist, kenne deine Figuren. Bei manchen Büchern fällt nämlich auf, dass die Figuren nicht so wirklich viele Eigenschaften haben oder nur eine bestimmte Haupteigenschaft und dann ansonsten nicht viel zu bieten haben. Und das macht sie natürlich nicht gerade interessant oder lebensecht. Über deine Figuren solltest du ganz gut Bescheid wissen, also zum Beispiel, was für Familien haben die, was für Eigenheiten und Angewohnheiten, was sind ihre Stärken und Schwächen, was haben sie schon erlebt. Und Freunde, Feinde, Familie, was für wichtige Gegenstände haben sie und so weiter. Also das solltest du dir alles vorher überlegt haben, am besten bevor du anfängst zu schreiben. Und was auch noch sehr wichtig ist, dass du nicht unbedingt die Klischees verwendest, die schon 1000 anderen Büchern verwendet worden sind. Zum Beispiel die Klassenzicke, die Arrogante oder sowas, oder die blonde, dumme Friseuse oder den schwarz gekleideten, finster blickenden Heavy-Metal-Fan oder sowas, und gib ihnen lieber irgendwas Eigenes. Also, obwohl Menschen in Wirklichkeit leider manchmal dem Klischee entsprechen, in deinen Büchern musst du quasi versuchen, dieses Klischee ein bisschen zu brechen oder zu drehen, damit die Figuren als echte Menschen durchgehen. Ja, mein Tipp Nummer 4 ist, baue möglichst viele Konflikte ein, weil Konflikte ist, was die Geschichte spannend macht. Im wirklichen Leben wollen wir, dass alles glatt geht, aber in Romanen ist das leider ziemlich langweilig. Deswegen gib deinen Hauptfiguren starke Ziele, die sie unbedingt erreichen wollen, und leg ihnen dann ganz viele Steine in den Weg, sodass sie richtig kämpfen müssen, und gib ihnen auch starke Gegner, die sie davon abhalten wollen, diese Ziele zu erreichen, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist deine Geschichte richtig spannend. Mein Tipp 5 ist, möglichst abgenutzte Redewendungen zu meiden. Wichtig sind bei der Geschichte nämlich nicht nur die Handlungen und Figuren, sondern auch die Sprache. Und leider sind die Vergleiche, Redewendungen und Metaphern, die uns als erstes einfallen, leider auch die, die schon 1000-mal verwendet worden sind und wirklich sehr, sehr abgenutzt sind. Und falls du in deiner Geschichte noch sowas hast wie ihm gefror das Blut in den Adern oder sie blieb stehen wie angewurzelt oder es war so schwer zu finden wie eine Nadel im Heuhaufen, dann schmeiß es möglichst schnell raus und suche lieber nach einem frischen Vergleich.
Also mein Tipp Nummer 6 ist, schreibe regelmäßig. Wenn du längere Zeit dich an deiner Geschichte weiterarbeitest, dann kann es vorkommen, dass sozusagen der Faden reißt und du einfach nicht mehr so recht in Schreibstimmung kommst. Und deswegen ist es am besten, wenn du möglichst regelmäßig schreibst. Natürlich geht das nicht wie bei mir. Ich bin Profi und ich schreibe jeden Tag. Aber vielleicht kannst du dir so ungefähr vielleicht so einen Tag in der Woche reservieren. Oder zum Beispiel manche Praktikantin von mir, die Freistunden. Oder du kannst in den Ferien mal eine längere Schreibsession einfügen, wenn es während der Schulzeit wirklich gar nicht geht. Tipp Nummer 7 ist, überarbeite deinen Text. Es ist erstmal eine sehr, sehr tolle Leistung, überhaupt eine Geschichte oder einen ganzen Roman fertig zu schreiben. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch, toll gemacht. Und bei Profis ist die erste Fassung nie die letzte. Und ich denke, auch du wirst es vielleicht wichtig finden, deinen Text noch ein bisschen zu schleifen und daran herumzubasteln, damit der richtig gut ist. Und bei mir gehen die Romane zum Beispiel durch mindestens 3 Überarbeitungsgänge, wenn nicht mehr. Bei meinem ersten, der so nie veröffentlicht wurde übrigens, habe ich 7 Fassungen gemacht und wie gesagt, der ist nie gedruckt worden, was aber nicht schlimm ist. Und es gibt übrigens Tricks, wie man erkennen kann, was man an einer Geschichte noch machen sollte. Und zwar kann man einmal den Text liegen lassen, also zum Beispiel mehrere Wochen lang oder sogar Monate. Und wenn du ihn dann nochmal liest, dann hast du ein bisschen mehr Distanz dazu bekommen und kannst nochmal ganz neu schauen, was sollte man vielleicht noch dran machen, damit er dir besser gefällt oder damit er einfach besser wird. Ein anderer Trick ist, wenn man jemand anders bittet, die eigene Szene mal vorzulesen und dann einfach zuhören und du wirst merken, dann kann man den Text nochmal von außen sehen und hört ihn so, als würde ihn jemand, also es wäre das der Text von jemand anders und das hilft auch sehr zu sehen, was du vielleicht noch dran rumbasteln solltest. Mein Tipp Nummer 8 ist, diskutiere deine Texte mit anderen. Oft merkt man nämlich selber gar nicht, was bei der eigenen Geschichte noch hakt und da ist es sehr praktisch, wenn du ein paar Leute fragen kannst, ob sie sich das mal durchlesen, ob sie dir dazu Feedback geben können. Also am besten sind natürlich Leute geeignet, die selber schreiben, weil die das besser beurteilen können. Ansonsten musst du halt wirklich darauf achten, dass es Leute sind, die sich auch trauen, mal Kritik zu äußern. Eigene Verwandte eignen sich dafür nicht sehr gut, weil Eltern und sowas halt vor allen Dingen loben. Und du brauchst ja jemanden, der dir wirklich sagt, was ihm auch noch nicht gefallen hat. Also er sollte wirklich sagen, was ihm gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat. Und falls du niemanden kennst, der dir Rückmeldungen gibt, dann versuch doch mal deine Geschichte im Internet zu veröffentlichen, weil dort kann man auch was posten, zum Beispiel auf Wattpad und bekommt, wenn man Glück hat, auch hilfreiche Kommentare dazu. So, das waren meine Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Schreiben und ganz viele Ideen. Ciao!